Hallihallo und einen wunderschönen Nachmittag aus dem schönen Alanya, immer noch ein wenig bewölkt, ja. Und immer mal wieder am Regnen. Ja, komisches Wetter dieses Spätfrühjahr, aber ja, es hat anscheinend im Winter nicht genug geregnet. Und jetzt regnet es halt nochmal hinterher. Aber es ist schön warm. Also ich sitze jetzt hier in unserem Wintergarten. Man sieht es ja hier. Verglaster Balkon. Und hier ist es schön warm. Also ich würde mal sagen, um die 30 Grad sind es jetzt hier gerade. Und hier ballert gerade die Sonne rein. Und ja, wunderschön. Bin froh, dass wir das gemacht haben. Thema dieses Videos heute ist, ziehen wir nach Dubai. Ja, es haben nämlich ein paar Leute dann gefragt oder auch geschrieben, ja, ihr zieht bestimmt bald nach Dubai, weil ich vor ein paar Wochen schon erzählt habe, so ja, ich würde gerne mal nach Dubai dieses Jahr. Ich würde mir Dubai gerne mal angucken. Und Leute, die mich kennen, wissen auch, ich bin immer sehr begeisterungsfähig, ja. Und ich bin sehr zielgerichtet. Wenn ich mir was in den Kopf setze, dann wird das auch immer recht schnell gut durchgezogen. Aber die Chance, dass wir nach Dubai ziehen, ist sehr, sehr gering, ja. Dafür gibt es mehrere Gründe. Einer der Hauptgründe ist, es gefällt uns natürlich hier super gut. Also wir lieben Alanya, wir lieben die Türkei. Ich mag die Türken auch sehr gerne. Und wie man das hier so sieht, es ist ja sehr viel Grün hier. Ich bin hier am Rande der Berge. Die Türkei ist ein sehr, sehr fruchtbares Land teilweise auch. Hat sehr viel schöne Natur und das hast du in Dubai jetzt nicht so. Nichtsdestotrotz kann Dubai eine sehr, sehr interessante Stadt sein. Stadtstaat, ja. Und ich will mir das auf jeden Fall angucken. Wir haben jetzt auch schon Flüge gebucht und ein Hotel gebucht im Hochsommer, wo es da irgendwie 45 Grad ist, ist es da sehr günstig hinzufliegen. Also quasi antizyklisch. Also da, wenn keiner hin will, fliegen wir mal hin, gucken uns das Ganze an. Ich will ja auch ein paar Interviews führen, will aber auch ein paar Sehenswürdigkeiten mir angucken. Vlogge für euch da natürlich sehr gern. Ich hoffe, das klappt alles da beim Internet, dass man da auch überall in jedem Café und sowas ins Internet kommt. Da kann ich immer da zwischendurch mal die Videos hochspielen. Das wird bestimmt super interessant, sowohl für uns als auch für euch. Liefern wir euch einen tollen Content. Mein großer Sohn und ich fliegen da alleine hin. So kann ich mich auch besser fokussieren. Er hilft mir dann bei den Dreharbeiten, gerade bei einem Interview und so. Da kann er da mal ein bisschen mithören, kann mal gucken mit dem Licht, kann gucken auch mit der Kamera und so. Das wird bestimmt sehr, sehr interessant. Ja. Ich habe gerade ein Video gesehen über das Thema, was die Privatschulen in Dubai kosten. Hier ist jetzt so: Wir sind in der Türkei und Türkei hat eine Schulpflicht. Und ein staatliches, sehr gut gemachtes Schulsystem mittlerweile auch. Ja. Das haben die letzten Jahrzehnte hier sehr ausgebaut, sehr strukturiert. Hier gibt es ja auch kein Schulsystem wie in Deutschland. Wir haben ja jedes Bundesland, Deutschland hat ja ein anderes Schulsystem, also ähnlich, aber andere Bücher, andere Vorschriften, andere Regelungen, bliblablu. Das ist im Prinzip, bremst das Deutschland auch ziemlich aus. Ja. In Türkei gibt es das nicht. Es gibt eine Schulpflicht und es gibt ja auch ein Schulfernsehen. Du kannst dir jede Stunde, glaube ich, von jeder Klasse mittlerweile auch angucken, on demand. Und es gibt auch so Schulfernsehen, wenn mal jemand krank ist oder falls es mal wieder einen Lockdown geben sollte. Das haben die hier alles digitalisiert. Kann man sich ja alles angucken, weil es halt alles einheitlich ist. Und man kann hier Kinder auf die Schule geben, es kostet einem gar nichts. Ja, vielleicht ein Poloshirt als Schuluniform. Hier gibt es so eine Art Poloshirts, die man kaufen muss für die jeweilige Schule und ein bisschen Schulmaterialien, so ein bisschen Stifte und Papier und so. Das ist das Einzige, was an Kosten anfallen würde. Ansonsten wäre das auf die Schule gehen, genau wie in Deutschland, kostenlos. Unsere Kinder gehen auf die Privatschule hier und die ab nächstem Jahr kostet die wahrscheinlich so, ich habe es jetzt nicht mehr auswendig, aber als wir hierher kamen, haben die 250 € im Monat ungefähr gekostet. Ab nächsten Schuljahr kostet die ungefähr 400 € im Monat. Ja, also 400 € pro Kind kostet uns die Schule. Meine Tochter hat noch eine Betreuung dabei, die auch komplett für sie da arbeitet. Das bedeutet, wir müssen eine Stelle komplett bezahlen, aber das hat euch ja nicht zu interessieren. Aber wir zahlen halt noch mal deutlich mehr zusätzlich, aber sagen wir mal 400 € pro Kind. Jetzt habe ich gerade ein Interview gesehen beim Emir of Dubai, den ich auch gucke. Und der hatte einen Lehrer interviewt, der in Deutschland studiert hat und war dann auf der deutschen und auf der Schweizer Schule in Dubai. Und da gibt es keine staatlichen Schulen, so wie ich das verstanden habe, sondern es gibt nur Privatschulen. Und du musst die halt bezahlen. Und die deutsche Schule kostet zwischen 1000 und 1500 € im Monat. Und die Schweizer Schule, das ist das IB-System, das ist mehr so internationale Schule. Gerade wenn man dann nach Harvard oder so später mal will oder so, dann ist das vielleicht die bessere Wahl. Da kostet es zwischen 2000 und 2500 € im Monat pro Kind. Absoluter Knaller,
können wir uns nicht leisten, das wäre nicht möglich. Ja. Das andere ist, die Lebenshaltungskosten kann man vielleicht fast so hinkriegen wie hier, eher wie in Deutschland, aber dadurch, dass man halt, ja gut, wir haben das Problem, wir versteuern ja immer noch in Deutschland. Das bedeutet, wir hätten jetzt keinen steuerlichen Vorteil, wenn wir nach Dubai gehen würden, aber für Leute, die jetzt zum Beispiel als Angestellte in Dubai arbeiten und die verdienen 3000 Euro, sage ich mal, dann bleiben die 3000 Euro halt bei denen. Da wird ja nichts mehr abgezogen, weil es kostet ja keine Steuern, ja. Da muss man dann selber halt in seine Rente investieren oder in irgendeine soziale Absicherung oder so. Aber ja, das kann man dann selber machen. Ich bin ja eher ein Freund vom selber machen. Ja. Und ja, also das wäre halt für uns zu teuer und es ist wahrscheinlich so ein bisschen zu städtisch. Ich mag das ja gerne. Wir sind ja hier fast wie auf dem Dorf. Wir haben jetzt hier Sonntagnachmittag. Man guckt mal kurz hier raus. Man sieht es vielleicht, es ist wenig los, hier fahren keine Autos, man hört hier ein paar Kinder spielen, nachts quaken die Frösche oder die Hähne krähen mal oder ein Hund bellt mal, aber ansonsten kriegt man hier nichts mit, es ist wie auf dem Dorf. Ich muss aber nur hier 20 Minuten zu Fuß runtergehen, dann bin ich am Strand oder 10 Minuten bin hier mitten in Mahmudladen in unserem Viertel, das ist dann so wie Berlin, Kreuzberg, Prenzlauer Berg mäßig so ein bisschen hier. Zwischen schick und urban, je nach Straße, und du kannst hier essen gehen, du kannst hier auf Spielplätze gehen. Es ist super. Ja, und trotzdem haben wir hier die Ruhe hier oben, ja, weil halt nicht keine Hauptverkehrsstraße hier oben ist. Ne? Und Dubai wird wahrscheinlich einfach super interessant werden. Ich habe mir das im Nachhinein nochmal so überlegt. Das ist so wahrscheinlich so, ich wollte immer mal nach New York und das ist jetzt auch für mich gar nicht möglich. Ich darf da gar nicht mit dem Flugzeug einreisen. Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr denkt, warum das so ist. Es ist wirklich so, dass ich mir das mal irgendwann mal angucken wollte in New York, aber irgendwie ist es nicht so geil. Dubai reizt mich halt jetzt total mehr, weil da ist ein riesige Gebäude, absolut abgefahrene Aquarien, irgendwelche Wasserparks, irgendwelche tollen Sehenswürdigkeiten. Du kannst da dann mit Booten rausfahren und so, auch wenn es da so heiß ist, es gibt sicherlich genügend Möglichkeiten, dass wir da coole Sachen machen können. Ne? Ich will vor allem mit meinem großen Sohn, der ist ja jetzt, der wird dieses Jahr im Winter, wird er dann 17 Jahre alt, mal gucken, wie ihm das so gefällt. Ne? Dubai ist halt, das ist ein Riesenvorteil von Dubai, die Hauptsprache Englisch, ja, 85% Ausländer, alle sind da eigentlich Ausländer und alle sprechen sie irgendwie miteinander Englisch. Wie kommt der da klar, wie kommuniziert er da mit den Leuten? Reizt ihn das? Setzt das so ein bisschen den Trigger für eine Selbstständigkeit, vielleicht mal eine Firma zu gründen, wenn er jetzt eine geile Geschäftsidee hat? Oder schreckt ihn das eher ab? Oder er sagt, hey, ich will lieber was, irgendwann mal studieren irgendwo, oder ich will eine Ausbildung machen, oder ich will was auch immer. Ja, wir wollen unsere Kinder natürlich bei dem unterstützen, was sie gerne möchten. Ja. Und das wird einfach ein schöner Männerausflug, um zu gucken, triggert ihn das, inspiriert ihn das. Und auch für mich ist das so eine Sache, wie ist diese Stadt, wie sind die Leute drauf? Ist das so was, was einen so vom Hocker reißt oder nicht? Ne? Das ist halt der purste Kapitalismus, den es gibt. Ja? Und man kann sich von sowas auch mal inspirieren lassen. Ja? Das wird bestimmt sehr, sehr interessant. Ja? Da leben würden wir nicht wollen und wir könnten es uns nicht leisten. Und zwar aus dem Grund, weil wir Kinder haben. Hätten wir jetzt keine Kinder, wären nur ein paar, dann könnten wir natürlich auch in Dubai leben. Also ich verfolge auch einen Kanal gerade von einem Ehepaar, das ist, sind die verheiratet? Ich glaube schon. Die sind in Dubai und leben in einer kleinen Wohnung, haben beide einen Job und sind da Angestellte und kommen da gut klar und berichten da so ein bisschen, finde ich super interessant, ja. Für die ist das überhaupt kein Problem. Hätten die jetzt aber zwei Kinder und müssten die auf die Privatschule schicken, dann hätten die schon gar nicht genug Geld. Ja? Vielleicht entwickelt sich deren Karriere aber noch und dann verdienen die dann das Doppelte vielleicht in 2, 3 Jahren und dann können die sich dann auch Kinder leisten. Ja? Also das ist schon richtig heftig. Ja? Und das Hauptproblem ist natürlich, mir würde Dubai nichts bringen, sondern im Gegenteil, es würde sogar noch mehr Probleme machen, auch steuerlich. Ich habe ja noch meine Firmen in Deutschland
Und ich kriege auch gerade noch eine Buchprüfung. Hallo, liebes Finanzamt. Die gucken nämlich auch unsere Videos, hat sich herausgestellt. Die hatten mich schon durchleuchtet und wussten schon genau, was ich hier mache und sage und tue. Finde ich ja auch in Ordnung. Wird recherchiert, was macht denn derjenige und was haben denn diese Quittungen aus der Türkei überhaupt zu bedeuten und so weiter und so fort. Da wird gerade eine Buchprüfung gemacht von 3 Jahren. Ist aber auch ganz gut, dann weiß man mal, wo man steht. Und da geht es dann auch um die Steuerpflicht, ne? Und ich bin jetzt noch, wenn ich das so möchte, auch weiterhin in Deutschland steuerpflichtig. Im Teil auf jeden Fall. Ich könnte natürlich auch Sachen umdefinieren, sage, ja, hier werden ja auch Sachen produziert, wie diese Videos hier und so. Das ist dann so Interpretationssache. Könnte man da auch was in der Türkei versteuern? Es ist auf jeden Fall so, das, was in Deutschland erwirtschaftet wird, mit deutschen Kunden, mit deutschen Unternehmen, muss in Deutschland versteuert werden. Und das, was zum Beispiel in der Türkei gewonnen wird, wenn ich zum Beispiel jetzt eine Wohnung vermieten würde, würde Mieteinnahmen bekommen, dann würde das in der Türkei stattfinden, weil es ein Doppelbesteuerungsabkommen gibt zwischen der Türkei und Deutschland. Also es darf niemals Doppelsteuer anfallen. Ja? Entweder nimmt die Türkei die Steuern ein oder Deutschland, und man muss dann halt ganz klar definieren, was wem zusteht. Ja? Dubai hat kein Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland. Das bedeutet, man könnte nur dann in Dubai eine Firma gründen und es sauber, steuerfrei da auch was erwirtschaften, wenn man in Deutschland keine Firmen mehr hat und auch nicht mehr gemeldet dort ist. Ja? Nur dann ist man dann auch steuerfrei in Dubai. Das ist dann einfach zum Beispiel für Leute, die nur als Künstler darüber gehen oder als Solo-Selbstständige. Ja, die keine Kapitalgesellschaftsbeteiligung haben, also an GmbHs oder so. So was weiß ich, jemand hat ich sag mal ein ganz blödes Beispiel, einen Friseursalon alleine. Und der sagt, okay, ich mache den Friseursalon jetzt dicht, ich gehe jetzt hier rüber und arbeite jetzt hier, wird hier selbstständig als Hersteller von Kerzen, ja, dann gibt es überhaupt gar keine Probleme, dann ist der da raus und so, aber so jemand wie ich, der so tief verflochten ist mit in Firmenkonstrukten und schon so seit vielen Jahren selbstständig ist in Deutschland und ich immer noch Geld verdiene, gutes Geld in Deutschland, kann nicht einfach aus Deutschland so weggehen, ja? Das haben die schon so gemacht, dass das nicht geht und deswegen würde es mir auch nichts bringen, in Dubai eine Firma zu gründen, weil ich müsste dann trotzdem in Deutschland versteuern, weil selbst wenn ich in Deutschland 0% Steuern, in Dubai 0% Steuern zahle, will trotzdem Deutschland die Steuer haben. Ne? Mir ist das bewusst. Nicht, dass ihr denkt, ich bin hier gerade dabei, die Flucht vorzubereiten. Steuerlich aber ist es trotzdem interessant. Vielleicht mache ich ja doch mal irgendwann in den nächsten Jahren meine deutschen Firmen irgendwie dicht oder verkaufe die oder was weiß ich was. Und bin dann wirklich frei und kann dann was in Dubai machen oder Südzypern oder was auch immer wo. Ne? Ich will es mir auf jeden Fall mal angucken. Und ich würde mir auch gerne mal so Länder angucken wie Kirgisistan, Turkmenistan, Kasachstan. So Sachen, von denen ich noch nie wirklich mich für interessiert habe. Wo ich auch in deutschen Medien nie was so mitbekommen habe. Aber wo ich hier ganz viele Leute treffe und sehe. Und ja, ich bin aus Kirgisistan, ich bin aus Kasachstan, ich bin da, ich bin dort. Ich hatte hier Leute kennengelernt aus Georgien im Haus, ja. Ich weiß nicht mal genau, wo ich das auf der Landkarte finde. Und das ist schon peinlich, aber eigentlich muss man dann hinfliegen, ja, und sich das mal angucken. Wie sind die Leute da drauf? Was essen die gerne? Was trinken die gerne? Sind die nett? Sind die ein bisschen schroffer? Wie kommt man da klar? Was wird da, mit welcher Sprache kommt man da noch durch? Und so weiter und so fort. Also es ist einfach an der Zeit. Ich bin jetzt halt noch nicht 50. Ich werde dieses Jahr 49, glaube ich. Ja, genau. Ich möchte gerne noch mehr von der Welt sehen und das ist dann auch der Vorteil hier von der Türkei. Du bist hier relativ nah an allem. Ich komme relativ schnell nach Deutschland. Ich komme relativ schnell nach Dubai. Es ist nur 4,5 Stunden Flug, glaube ich. Von Deutschland aus, glaube ich, 8, 9, ich weiß nicht genau. Oder sogar 10. Ich will jetzt nichts Falsches erzählen, ich weiß nicht. Aber ich bin auch relativ schnell irgendwo anders, ja, und kann mir halt Sachen angucken. Und das finde ich sehr interessant. Also ich muss unbedingt meinen Horizont erweitern und auch den Horizont meiner Kinder erweitern. Ich fange mal an mit meinem größten Sohn, weil er die höchste Affinität damit hat, aber dann auch mit meinem mittleren Sohn, mit meiner Tochter, mit meiner Frau natürlich. Jeder hat ja auch die Möglichkeiten, sich hier so ein bisschen das zu holen an Lebenserfahrung, die er möchte. Ne? Genau, also Dubai auswandern sehr wahrscheinlich nicht. Ja? Ich will niemals sagen, aber uns gefällt es hier super gut und wir haben ja gerade unsere Aufenthaltsgenehmigungsverlängerung bekommen und die nächsten 2 Jahre
werden wir auf jeden Fall in diesem wunderschönen Land bleiben. Davon gehe ich schwer aus.